Seit etwa einer Woche habe ich jetzt das Adam Pluto SDR, was mit einer Mod, also einer Software-Mod, einen Frequenzbereich von 70 MHz bis 6 GHz abdecken kann und auch in diesem Bereich senden kann, wie zum Beispiel ein Hack-RAF. Die Kosten bei dem SDR liegen aber nur zwischen 100 und 150 Dollar, was halt dann je nach Verkäufer variiert. Wegen den fehlenden Filtern allerdings habe ich nicht so viel Erfolg gehabt beim Empfang von den NOAA APT-Frequenzen, also 137 MHz, also die nicht so toll aufgelösten Bilder von NOAA, die aber immerhin schon ganz gut sind, zumindest mit der V-Dipole. Das liegt daran, weil halt die Filter nicht da sind und deswegen gibt es dann viele Störsignale, zum Beispiel vom GSM-Band gibt es dann viele Spiegelsignale. Deswegen habe ich einfach mal versucht, das HRPT-Signal auf 1,7 GHz zu empfangen, was auch von den NOAA-Satelliten ausgesendet wird. Und leider habe ich dafür kein gutes Setup gehabt. Auch die Idee war eigentlich eine Schnapsidee. Ich habe quasi am Abend davor gedacht, hey, lass das mal versuchen. Und bin dann einfach mal kurz durch meine ganzen Sachen gegangen und habe dann noch eine WLAN-Antenne gefunden, nämlich eine WLAN-Gitterantenne von Alpha, die im WLAN-Netz 24 dBi Gain hat, und habe dann da einfach ein LNA4All, also ein Booster, angeschlossen, das durch ein 5 Meter langes Low-Loss-Kabel zum Pluto geführt und einfach mal versucht, ob ich es damit empfangen bekomme. Wie ihr auf dem Bildschirm sehen könnt, habe ich auf jeden Fall ein Signal bekommen vom NOAA 18 Satelliten, allerdings halt relativ schwach und noch nicht kontinuierlich. Das liegt einfach daran, dass ich keinen Antennentracker hatte und das Ganze quasi per Hand ausgerichtet habe und nicht mal das. Ich hatte auch kein Stativ, wo ich jetzt schön den Winkel einstellen kann, sondern nur so einen Campingständer, wo der Winkel eigentlich fest ist. Das heißt, ich musste quasi den kompletten Standfuß dann kippen. Es war also alles andere als optimal und quasi kein Tracking. Und ich habe das Ganze auch aus dem Garten empfangen, heißt, es gab die Häuser, die im Weg waren teilweise, und auch noch andere Signale wie WLAN, GSM und so weiter, die stören konnten. Bin auf jeden Fall erstaunt, dass ich überhaupt ein Signal bekommen habe und dann auch noch eins, was man so gut erkennen konnte immerhin. Ich konnte davon zwar jetzt kein Bild dekodieren, weil einfach dafür zu wenig Daten dekodierbar waren. Zudem gibt es dafür auch keinen guten Decoder, zumindest keinen, der mal eben einfach zu bedienen ist. Und mein maximaler Rauschabstand war etwa 15 dB, aber nur für ganz kurze Zeit, weil halt das Tracking fehlte und das auch keine gute Antenne dafür war. Geplant habe ich auf jeden Fall, dass ich eine bessere Antenne mir baue. Dazu gibt es dann auch natürlich Videos und ich werde noch weitere Videos zum Pluto SDR machen und natürlich auch noch zum Dekodieren von HRPT-Signalen. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.